Voll am Vloggen, du. Jo! Jo, Mann, da ist auf dem Truck! So take me! Welcome back to a new Sandro Smith Vlog. Ich bin hier mit dem Edi in der Bikehalle Zürtiken. Wir haben die ganze Halle für uns alleine. Danke dir vielmals, Leandro, dass du das möglich machst. Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen und heute machen wir ein Game of Bike. Ich würde sagen, wir fangen gerade an. Sick! Wir fangen mal an. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Aha. Schnick, schnack, schnuck. Ja, okay, ja, ich fange an. Aber das eins mal klargestellt ist, der kleine Typ da ist mir aufgefallen im Skills Park und er wird mich heute komplett zerrissen, zerstören. Ihr werdet es sehen. Der sichert etwas auf dem Kasten. Ich habe einen, wo ich gesehen habe, fahren im Skills Park, habe ihn nachher mal angeschrieben, gell? Ja, genau. Und ob du Lust hast, zum Game of Bike gegen mich spielen, wäre sicher noch lustig. So war es, gell? Dass ich ihn zerstöre, sagt er nur, dass er dranbleibt. Let's go! 13-jährig gegen 25. Er wird mich komplett zerfetzen. Wir sind hier im grossen Jump Park. Dort haben wir noch eine kleine Table Line. Hier sind wir im Flow Park. Es hat einen kleinen Pump Track in der Mitte. Street Area. Da hat es noch einen Pump Track rundherum. Ist also recht geil, wenn ihr es mal auschecken wollt. Und vor allem hat der Eddy auch einen YouTube-Kanal, also ich verlinke ihn unten, verlinken, also könnt ihr dort auch mal reinschauen. Perfekt. Gerade frisch angefangen mit YouTube. Alright. Also, ich bin dran mit Challenge. Ich bin nicht so der kreative Kopf, wie ihr schon wisst. Wir sind ein bisschen eingefahren jetzt, sind eigentlich recht warm, er ist schon im T-Shirt. Und ich sollte aufhören labern, wir fangen einfach an. Ich sage T-Bog auf dem. Einfach für den Anfang. Oder schon mit zwei Tries, bitte. Nein, wir spielen try. immer mit zwei Tries. Also, das könnte. Dann geht es länger. Dann geht es länger? Ja. Und könnte für mich vielleicht auch noch von Vorteil sein. Okay, wir haben immer zwei Tries. Wie heisst das, wenn du so einen Joker hast? Bohnen oder keine Ahnung was. Bohnen ist unser Joker. Wir haben je eine Bohne. Wir machen B-I-K-E, oder? Oder machen wir BMX? Bike. Bike. Der letzte, das E, haben wir. In dem Fall drei Versuche? Ja, der letzte. Alright. Das sind die Regeln. Und wir fangen go. An. Ich zeige vor. Zack. Let's go. Ein Applaus für den Sandro. Nice. Probiere ich das auch mal. Das kriegst du her. Heute noch nicht gemacht. Was heute noch nicht gemacht? Das da. Ah, auf dem, ja. Ich habe vorher schon gesehen, einen Haufen T-Box machen, aber auf dem eben noch nicht. Darum so eine kleine Challenge für den Anfang. Ich mache da gerade die ganze Line. Yep. Yeah, dude! Yo! Nice, dude! Merci, nochmal für dich. Double Fist. Alright, du bist dran. Ich mach. Hast du schon eine Idee? Eigentlich nicht. Wenn man das länger geht, macht man einfach mal eine Barspin. Weil wir noch nicht so lange durch sind, einfach eine Barspin da drin. Okay, wir sind sozusagen immer noch in der Einwärmungsphase. Wo willst du eine Barspin rauf machen? Auf die rauf habe ich noch nie gemacht, aber okay. Umso besser. Let's go. Pushing the limits. Clean, dude. Let's go. Try two! Das zählt nicht, hä? Ja, nächste. Zum Glück haben wir zwei Versuche gezeigt. Ja. Bin jetzt schon froh. Jo! Ey, sind denn nicht auch dafür, dass man beim Game of Bike irgendeinen Velonamen raussucht, der mehr Buchstaben hat? Weil ich finde einfach manchmal das Game of Bike gut zu kurz. Bist du dafür? Ja. Hast eigentlich schon. Recht, hä? Ja. Das ist ein Entertaining-Faktor. Nächstes Mal. Oder einfach Enduro-Bike, das ist noch länger. Enduro-Mountain-Bike. Ja, genau. Das ist doch schön. Okay, okay, okay. Du bist dran. Ich bin dran. Und zwar machen wir. Ich habe dich noch nicht gesehen, Tag noch Händler machen. Oh nein. Ja, okay. Läuft das? Ja, nicht über den Sprung, aber ich kann doch. Ja, Flyout. Ja.
Also ich kann sie auch über den Sprung, aber ich bin viel zu langsam. Ja. Okay, wir machen Tag noch Händer. Beim Flyout in der Quarter. Ja. Let's go! Jo. Das ist schwieriger als über den Sprung. Ja. Findest du? Für mich glaube ich nicht. Weil ich für den Sprung, ich brauche immer so viel Schwung. Oh, das reimt sich. Ich brauche für den Sprung immer so viel Schwung. Ich brauche für den Sprung immer so viel Schwung. Ja, ich bin gespannt, wenn er da seine ersten 180 Bars oder Trucks da rauf macht. Wenn er mich dann langsam wieder zerstören. Jetzt schauen wir mal seinen Techno-Hander an. Da. Ja! Scheiße. Egal, nochmal. Was ist passiert? Jo, beim Handgelenk manchmal ist ein bisschen Schiss, weil vor 3 Tagen habe ich es ein bisschen verletzt. Aber... Ja, das hast du gesagt. Gut. Was hast du gemacht? Ausgerutscht! Mit was? Nicht mit Velofahren? Nein. Also ich war im Skatepark und dann haben wir unbedingt mein BMX wollen. Das ist auch schön. Und dann habe ich sein Skatepark genommen. Oha. So alles, 180 ist alles gegangen. Dann bin ich wieder hochgefahren, ausgerutscht und das Handgelenk geht. Ah, die ja. Von Basel extra daher gekommen heute. Yeah, die mit. Sketchy. Bam. Sick, nice, schon. Nice one. Nicht klemmt. Zuseiden. Weil der Sandro erst gerade Barspins gelernt hat. Nein, dann sieht das aus, als könnte ich nur Barspins. Nein, ich mache einfach einen Truck. Du bist ein Pisser. Nora wird es wieder fair. Nachher wird es wieder fair. Seid ihr. Machst du denn da oben rauf? Ja. Ein Truck. 360 mit Lenker drin. So ein kleiner Fiss. Ich habe vorerst gerade 180 Bars das erste Mal gestanden. Jetzt macht er gerade einen Truck für mich. Wie soll ich das herkriegen? Wie? Oh! Über Sketchy! First try! Er sagt, er hat noch nie so einen hässlichen Truck-Driver gemacht. Aber jetzt hat er mich. Sieh. Habt ihr überhaupt schon den Kleber gesehen? Oh, Fist Handwear? Ja, Fist Army, ja! Auf Twitter, auf Insta, auf überall. Glaub mir, du musst einfach, ich weiß, du hast es noch nie gemacht, aber drehen, dann rechts wieder zum Abend schauen und dann wie werfen, einfach wenn du Bock hast. Ich mache immer recht am Anfang, aber ja, das habe ich gesehen, wie ich gesehen habe, es war recht sketchy gewesen, also so bin ich auf jeden Fall nicht gesehen, ich bin so gesehen und das ist eigentlich falsch. Aus dieser Quote ist es ja schwer. Let's go! Let's go! Let's go, let's go, let's go! Voll am Vloggen du! 180 Bars hast du fort gemacht. Truck musst einfach viel mehr spinnen und dann den Bar schmeißen. Oder keine Ahnung führen, weiß nicht. Ey, der läuft! Nein! Nein, jetzt wirklich! Ich habe gesehen, du hättest gerade so wollen schmeißen. Könnte schon funktionieren. Oh. Aber wäre eh nicht schöner für 60. Ja, aber egal. Let's go! Jo! Also bald! Ah. Nimm dein Bündli, bitte! Ich habe mir auch überlegt, ob ich das Bündli nehme. Oder Bohnen, keine Ahnung. Also das ist jetzt, also für das, dass der Sandro den Trick noch nie gemacht hat, ist wirklich anders Leben. Ich krieg da gerade Kompliment vom Pro-Rider. Oh, first tries! Ey, das ist wirklich. Also. Aber Truck ist wirklich so ein Ding, das musst du einfach machen. Wenn man Barspins kann, kann man auch Trucks. Aber für 60s, ja. Man muss Barspins schön können. Aber ja, ich habe letztes Mal extra alleine, irgendwie vom 9 Uhr bis um 10:30 Uhr. Ja. Bin ich alleine in dieser Halle und habe einfach Barspins. Bam, 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 bam. Bis sie einmal schön gewesen sind. Nice. Bei mir ist auch immer so, wenn ich alleine in der Trendsporthalle Bass bin, in der Localhalle. Ich bin immer alleine, immer, fast immer, weil jetzt ist die neue blöde Corona-Regel, wo man wenn man ab 6 Uhr dafür nur noch 16-Jährige fahren, bin ich alleine am Whips machen. Weil ich kann die eigentlich, aber die gehen immer nur so jeden dritten und dann bin ich wirklich immer so wie der Sandro, so 4 Stunden am Fahren. Für sich alleine, da merkt man richtig die Motivation, gell? Ja, Mann. Okay. So, jetzt hast du ihn. Ich löse mein Böhnchen ein. Okay. Für den Truck. Müssen wir noch irgendwo ein Böhnchen haben, egal. Let's go!
zieh durch! Durch? Da ist! Nein! Fuck! Ah, oh, das wäre so schön gewesen. Hey, jetzt machen wir da nochmal einen Cut rein, aber das weiss der Sandro nicht. Also jetzt warte. Warte, ja. Sandro, gang mal führen. Okay. Also Spönli. Okay, er löst jetzt sein Spönli ein. Und hoffentlich schafft er das. Ja, wir werden es sehen. Let's go, Sandro, da hast du. First try fürs Spönli, komm. Jo! Ja, Mann, da ist ein Truck-Driver. Ist das gewesen? Nein, du hast den Lenker nicht gedreht, sorry. Natürlich hast du den Lenker gedreht. Yes, dude. Ja, Mann. Oh. Schöne. New Learn im Video. Es ist zwar nicht ganz schön 360 gedreht, oh. Es ist aber auch schwierig. Ja doch, deine ist schöner gewesen. Aber boah, ist das geil, ey. Warte, ich will jetzt auch noch. Ja, okay. Ich habe trotzdem einen Buchstaben. Aber egal, ich habe zuerst mal Truck Driver geworfen. Wissig ist das? Ah, oh, so clean. Schön, Mann. Aber geil, ey. That's what it's all about. Pushing the limits. Yeah. Ja, das Bündli habe ich nicht mehr, das habe ich jetzt abgegeben. Aber egal, das hat sich gelohnt. Aber spielt Buchstab- immer mit Bündli, dann lernen die neue Tricks. Ja. Buchstaben habe ich trotzdem. B. Null. Nein, du hast kein B. Doch. Was reimt sich? Es sieht ja keines B. Das hätte ja keiner gesehen. Jo. Geht schnell in die Werbepause. Bis gleich! Okay, wir sind zurück nach einer kleinen Unterbrechung und wir haben eine neue Challenge überlegt. Wir machen Ninja Drop-In. 360 auf der ersten Table, 360 auf der zweiten Table. Das ist ein bisschen allein. Ich habe keine Ninja Drops. Das ist einfach Full Commitment. Da kannst du eh anlocken. Wenn er Tailwhips kann, kann er auch Ninja Drops. Und manche Tricks, die man denkt, sie sind einfach, sind meistens recht schwer, glaube ich. Ja. Nochmal suchen wir mal eine gute Perspektive, du. Let's go! Nice, dude! Oh, noch einmal jetzt 360 to fake. So wie im letzten Video. Ja. Bist du ready? Ja. 360, ja. Ich kann Ninja Drops nehmen. Aber ja. Ich muss auch sagen, es war härter, als ich gedacht habe. We can do it. Muss einfach. 360 Line machen für euch, aber das Ninja Drops. Komm schon! Nee. Egal. Doch, nein. Geben wir mir's. Was? Ich nehme das B. Du willst einen Buchstaben? Ja. Nein! Du kennst mich auch selber. Ninja Drop so. Sie, mein Bike ist halt gar nicht im Vergleich jetzt zum Sandro. Der ist ja breit, groß, stark. Mm-hmm. ich bin auch breit, groß, stark. Nein. Und dann ist halt, es zieht bei mir dann immer so runter. Kommt dann immer nur so mit einem Fuß drauf und vom Speed her langt es mir dann. Committed, dude. Ich habe auch beim Truck einfach committed. Du musst einfach deine Pedale schön setzen, nachher aufgumpen und einfach committen. Es ist, Ninja Drops ist nur okay, committen. Ja. Du musst auch nicht rennen, du kannst auch einfach vorne an der Kante stehen. Ah! Aber ich mach trotzdem nochmal. Aber nur schon geil, wenn du probierst, das ist cool. Yeah! Jetzt hat er ihn fast gehabt. Wenigstens Ninja Drop. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt, was er kreativ rauswirft. Ich mache einen Sandro Kaya Turbogent. Darum machen wir jetzt eine Kombination mit Turbogent. Sandro, willst du lieber 180 Turbogent oder 360 Turbogent? Ich habe beides noch nie probiert. Aber sag zuerst 180 Turbogent oder was willst du zuerst? Du musst sagen. Du musst sagen. Nein, ich lasse dir den Entscheid. Nein. Doch. Ja, dann 180 Turbogen. Okay. Kannst du beides? Ja. Er macht ihn da auf die Quart rauf. Auf dem Table ist schwerer für mich. Geiles Sieg. Okay, dropping in for 180 T-Bog. Komm, gib ihm nochmal.
klein dort. Schön. Merci. Jetzt bin ich dran. Zählt da? Der zählt definitiv. Okay, ich habe mehr Angst vor einem fake Out als vor einem. Ich verstand's. Ich bin schlecht in dem. Ja! Ja, zählt. Nice. Danke, Mann. Hey, es wird spannend. Geile Challenge. Es wird spannend. Es bleibt spannend, ja. Ich mache ja selber eigentlich Borsten, nicht so gern. Nicht so gern? Ich drehe am liebsten, aber ich finde jetzt hier lacht. Find wie meinst du, so drehst du am liebsten? Machst du am liebsten 360s? 360s mit Turbogans. Ja. No Hands mache ich eigentlich auch ganz gern. No Food. Mein Lieblingstrick. No Food? No Food Kenken. Den mache ich noch schnell. Den habe ich gesehen bei dir auf dem Instagram, der ist cool, ja. Jetzt bin aber ich dran mit Challenge. Und zwar machen wir, um mich ein bisschen ready machen für die Barspins, machen wir Drop-In, Barspin auf den Quarter, dann da zurück, machen wir Tail-Tap. Also okay. Barspin, Tail-Tap, Barspin. Okay, Bremse. Für Tail-Tap meinst du? Ja, aber egal. Jetzt lieber Foot-Jam machen. Wo sollte ich Barspin machen? Auf den Quarter rauf. Warum darf ich einfach einen Barspin und dann eine Kehre, weil ich bin viel zu langsam, glaub mir. Also gut. Einfach zweimal Barspin da rauf. Jo. Nein! Ah, ja, alles okay? Ja. Ey, ich hatte, du bist sogar zu langsam gewesen, gell? Ja. Das läuft doch nicht so. Vor allem, man hat keine Zeit zum Treten. Aber ey, trotzdem, Fust. Willst du probieren? Ja, passt schon. Berliner Regel! Ja, und beim zweiten Barspin der Fuß am Rädchen angehängt. Nice one. Second first try, let's go. Dekash, du bist so safe mit Barspins, Dekash. Schön, gerade nochmal, let's go, come on. Yeah. Oh! Vorteil, dass er kein Kabel hat. Was habe ich gesagt? Er zerstört mich. Das sehe ich. Das sehe ich. Wie viel schafft er? Wie viel schafft er? Oh, Dudes. Respekt. Respekt, Respekt. Jetzt hast du gerade mal allen gezeigt, wer da der Chef ist. Der! BMX-Fahrer ist anstrengender wie ich und Dirtjumper. Holy shit. Die ersten zwei sind also übersketchy gewesen. Ich habe eine Challenge vorgegeben und er hat sie beendet. Ich habe es nicht mal geschafft. Beide ist BB. Was hast du für uns? Ich kann einen No Food Kenken irgendwo. Yes, we are back! Okay, ich habe mir jetzt gedacht, wir gehen jetzt hier mal in Tableline, in Lil Tableline. Machen mal ein bisschen etwas auf den ein bisschen kleineren Sprung. Man hat gesagt, ich mache hier einen No Food Kenken über die Box. Und hier ein Barspin aus dieser Bank. In einem ja. Run. Ich probiere es. Hoffentlich lande ich hier nicht im Flat. Hast du nämlich noch nicht probiert? Oh, Dude! Geiles Sieg! Was für eine Line! Und so clean! Das muss ich zuerst schon mal noch schaffen. Der Sieg zeigt wieder, was er kann. So clean, also technisch ist er definitiv der bessere Fahrer. Geil, Dude. Geiles Sieg. Es ist echt schwer, über die Jumps Tricks zu machen. Respekt an Sandro, der du alles drüber macht. Ich habe es noch nicht gemacht. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Dann würde ich sagen, wir wünschen mal ihm Sandro viel Glück. Und go! Yo! Alles ab! Nice. Ihr seht es wahrscheinlich auf dem Video. Keines von beiden war so schön wie der von dir. Nein, meine war nicht so schön. Aber es ist auch echt schwer. Du hast deine Füße gestreckt und hast den Barspin super gefetcht. Ich habe keines von beiden gemacht. Okay. Aber zählt, oder? Ja, zählt. Lass Geld. Cool. Geil. Okay, wir bleiben gerade auf der kleinen Table Line. Und zwar gehe ich back to old school. Wir machen auf diesen zwei kleinen Tables. Machen wir auf dem ersten machen wir
X ab. Und auf dem zweiten machen wir No-Food. Also, ich hoffe, ihr findet es auch spannend. Wir finden es auf jeden Fall gerade recht spannend. Let's go! X ab! Drehen! Schöne! Machen wir den 360 auch noch gerade in die Challenge? Okay. X ab war einer meiner ersten Tricks. Der hat wahrscheinlich noch gar nie X ab gemacht, der hat gerade direkt Bar Spins gelernt. Nee! Bei den einfachen Tricks bin ich noch stärker. Er kann die schwierigen. Du hast noch mal einen Versuch? Nein. Hä? Machst du einen halben Barspin und wieder zurück? Das kannst du. Okay, nein. Ich verstand das nicht. Bin ich für mich. Nein, du hast noch deinen zweiten Versuch. Den machst du noch. Ich mach's, aber. Yes, sir. Der Rest war aber geil. Ich X abzählt nicht, darum leider. B.I. B.I. Er zerstört mich das andere. Nein. Okay, du bist dran. Hau raus, Mann. Wo machen wir Tailwhip oder so? Das mache ich in Barspinnen, kannst du das? Nein, noch nie gemacht. Dann mache ich es. Also wo? Bei der Grossen dort. Okay. Boah, ich sage auch, jetzt wird es hässlich für mich. Er hat gesagt, in dieser Quarter ein Barspin. Alter, Hip-Fresse! Also das ist nicht dein Ernst. Wie hoch bist du gewesen? Mach einfach irgendwann. Alter! Ich denke, die gehen so ganz tief runter. Okay, er macht noch einen für mich, dass ich ein bisschen schauen kann, wie das so funktioniert. Alter. So crazy, wenn ich das könnte, wäre ja ultra sick. Ja, lassen wir gerade laufen, oder? Ja. Let's go, soll das Bike weg? Ja, sicher. Ja, sagen wir mal, einfach, willst du auch so hoch machen oder machst du einfach? Mal schauen, wie hoch. Safe. Ja, good luck. Never. Es ist schwer. Es ist schwer. Ja. Machst du nicht? Nee, der ist auch nicht hart für mich. Ey. Truck Driver, ja, easy, aber. Warte. Ich habe auch, muss ich dazu sagen, Truck Driver vor dem Barspin Air gelernt. Den Barspin Air habe ich jetzt vor 2 Monaten gelernt, nach meiner Verletzung am Meniskus. Und es ist echt, man kann den Barspin Air nicht üben, man muss ihn durchziehen. Also man kann es wirklich nicht üben. Und es tut weh beim. Also wenn der da jetzt beim Game of Bike gemacht hat, dann hat die. Dann wärst du gerade heimgegangen, hä? Ja genau, dann wäre ich heimgegangen. Also dann hätte ich nicht gewusst, wie weiter. Auf jeden Fall. Ja, Sandro, du bist dran, trotzdem Fuß. Ja, BI jetzt auch für mich. BI, das ist auch zu heftig für mich. Okay. Okay, wir sind beide schlecht mit Ideen, darum machen wir jetzt kombinierte Lines. Wir machen Barfuck auf dem ersten, Tuck noch auf dem zweiten, rauffahren. Und ein Extended No-Foot auf dem grossen. Ja. Alle Tricks in einer Line. Alle Tricks, die ich kann, ja. Jetzt bist du dran. Der Speed fällt mir einfach manchmal. Und ich glaube, bei dem fällt es mir jetzt auch. Ja! Oh, es hat nicht gefilmt, du musst nochmal. Nein! Bitte! Es hat nicht gefilmt. Es hat nicht gefilmt. Ich habe mich so überwindet. Überwindet. Er hat dann gemacht, ey. Er hat sich so überwinden müssen, aber GoPro hat gerade einen Hänger gehabt. Also, nochmal. Auch gut, oder? Blöde GoPro. Ja, den hast du aber schön gemacht. Nochmal, let's go. Yes, dude. Proud. Yeah! Oh! Get another 180 T-Vogue. Got it, dude! Sick!
Alright, wir sind wieder zurück nach einer kleinen Pause. Wir haben schnell zum Mittag gemacht. Wir haben noch eine kleine Fotosession gemacht. Und was haben wir noch gemacht? Ja, das war es. Wir sind schon ziemlich lange da. Neuen Akku drin, neue Speicherkarte drin. Und wir haben hier um 10:15 haben wir da abgemacht. Und jetzt ist 20:01. Also die Halle hat mittlerweile auch offen. Läuft Musik, sind ein paar andere da, Scooterfahrer. Einer, ja, genau. Und jetzt hat der Eddy die nächste Challenge. Ich mache einen Dogge, komm mal mit. Ich mache einen Fakey und dann einen Tricksy Bag. So. Oh shit, ja. Mit Fakey hätten wir schon gehabt. Go for it, nochmal. Come on, let's go. Oh. Ja, easy das one. Ja. Motiviert. Ich schaff's nicht einmal zum Rückwärts fahren, bis in die Bank rein. Jo! Fast! Das war gut. Wie soll ich denn für 60 arbeiten? Mach mal einfach 7 durch. Und überleg gar nichts mehr. Zweiter Try. Hey! BIK, hä? BIK. Jetzt gehen wir langsam vorwärts. Ja. Okay, ich bin wieder dran mit der Challenge. Aber etwas dazu sagen, bei unseren 2 Bikes können wir mal schnell anzoomen. Es ist natürlich auch ein grosser Unterschied. Der Sandro hat Vorteil beim Lines, weil er macht auch immer Lines. weil er viel schneller ist mit den grossen Rädern und ich halt einfach einen Vorteil bei kleinen Sachen und auch beim Fakey fahren, weil ich halt den Coaster. Ja. Trotzdem sind wir recht ausgeglichen eigentlich, würde ich sagen. Ja. Und das heisst, ich mache wieder eine Line. Nein! Wir machen 360 in dieser Quarte rauf, da zurück. Ja. No Foot Can Can auf dieser. Ja. Und Barspin dort rauf. Ja, okay. Es ist bei mir jetzt so, keine Ahnung. Ich habe No Foot, die Tricks kann ich, aber der Jump. So in der Combo ist sicher noch schwierig. Ja, vor allem bei mir, wie gesagt, fehlt manchmal der Speed. Ja, aber wir probieren es. Das ist deine Challenge, meine Challenge ist good die luck. Tricks. Ja. Yeah. Aber der Sandro hat das safe da. Send it! Open the box! Jo, 260! No for Kenken! Und ein Barspin! Thank you.